irgendwie. Hallo Leute. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe hier einen besonderen Gast bei mir. Meine wunderbare Schwester Jenny Heidbrink. Guten Tag. Hallo. Grüß dich. Ja, und wie geht's dir? Ach, mir geht's soweit ganz gut. Und selbst? Oh, mir geht's auch soweit ganz gut. Und ich kann mich nur nicht beschweren, dass es regnet und die Sonne scheint. Das ist klasse. Das stimmt, das ist echt toll, dass wir richtig tolles Wetter haben. Besser als Regen. Das hat ja jetzt schon genug gepieselt. Das stimmt. Gestern bei mir in Neukirchen hat es ständig geregnet. Da hatte ich keinen Bock, was zu machen gehabt. Jo, was hast du denn alles so Schönes gemacht? Erzähl mal. Wo soll ich anfangen? Ich habe geputzt, dann die Wohnung geputzt, ja, DVD auch geguckt, Musik gehört und ja. Und halt noch was vorbereitet, damit mein Bruder halt nachher meinen USB-Stick die Musik drauf machen kann, halt wieder runtergeladen mit meinem Handy. Ja, das mache ich auch gerne. Ja, ich, klasse. Ja, also ich habe auch heute geputzt und. Weiter? Und ja. Ui. Dann, ja, nachher, ist ja klar, durch meine wunderbaren Schwester helfe ich auch gerne bei den ihren technischen Sachen, ist ja klar. Ja, das mit dem MP3-Player machst du dann bitte, da gucke ich erstmal nur zu dann. Na, Logo. Packen wir doch gemeinsam. Weil ich lasse die Finger weg, wovon ich keine Ahnung habe halt. Ja. Und ach, ich helfe dir gerne, wo ich kann. Ja, deswegen, das ist der Grund auch. Genau, weil Freunde helfen dir einander ja auch. Volltreffer. Richtig. Genauso. Na, das freut mich doch. Ich finde das echt einfach wunderbar, mein wunderbares Schwesterherz. Mhm. Ich bin froh, dass ich dich habe. Ja, ne? Meine wunderbare Schwester. Das ist auch. Und dein ehemaliger Arbeitskollege Miguel. Ja, das stimmt. Bei dem bin ich auch froh, dass wir den haben. Das stimmt. Oder wir sind beziehungsweise froh, das ihn stimmt zu haben, weil der ist echt nett. Hm, stimmt, ja. Der kann auch nett sein, das stimmt, der Miguel. Der stimmt. Ja, der ist auch cool. Mhm. Ich habe noch nie Schlechtes über ihn erfahren. Hm. Also ich habe auch ihn zwar auch von seiner anderen Seite ihn auch zwar erlebt, aber. Ich aber alles in allem war doch ein recht ganz passabler, netter Kerl. Eben. Aber ganz netter Kerl. Ich habe ihn auch anders kennengelernt, aber ich mag ihn. Ich mag ihn auch. Auch wenn er raucht, aber das ist normal an ihm. Und das liebe ich. Ja, und ich rauche auch ab und zu mal. Ja, hab ich auch mal gemacht. Ab und zu in der Shisha-Bar oder ab und zu mal, wenn es vom Geld her passt und ich Lust habe. Wie teuer ist eine Shisha-Bar? Mehr im Aldi mir eine Shisha kaufen wir knapp 10 Euro und in der Shisha Bar an sich. Glaub, oder das, also die Shisha an sich weiß ich nicht mehr so genau, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir auch da mal irgendwann mal hingehen würden. Gemeinsam. Gerne. Gerne doch. Aber da bezahlst du glaube ich ein bisschen mehr, aber das ist ja egal, das ist ja eine Bar. Das wäre es mir sogar wert. Ja. Und dann nehme ich auch Rider mit. Von mir aus gern doch, kein Problem. Weil dann Stefan Liefel, da traut sich das nicht. Erklär mal unserem Publikum, wer Rider ist. Ja, das kennen sie bestimmt alle, die Sendung Paw Patrol. Und richtig. Rider ist mein allerbester Freund. Richtig, genau. Ja. Stimmt, der Rider ist einer von der Paw Patrol. Und mein bester Freund. Ist er so gesehen wie so ein Chef? Oder wie, was für eine Position hat Rider im Paw Patrol? Nee, ich bin ja auch noch eher Mitglied in einer Geschichte von der Paw Patrol, die ich selber erfunden habe. Ah, okay. Cool. Ja. Ich finde es einfach echt cool und auch super mit dir, meiner wunderbaren Schwester, spazieren zu gehen. Ja. Total cool. Ist auch geil. Das ist geil, das stimmt. Jo. Was kann man noch sagen? Jo. Oh, genau. Wir wünschen dann noch einen schönen Sonntag. Richtig, danke. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Lasst es euch noch gut gehen. Und lasst euch gut gehen. Stresst euch nicht so viel. Richtig entspannt, relaxed. Genau. Und viel Spaß mit den Dingen, die ihr gerne macht. Ciao. Tschüss. Und lasst euch nicht unterkriegen von anderen Leuten. Richtig. Immer Hakuna Matata. Genau. Diesen Spruch sage ich dir. Gern.